Scheiß drauf. Was hast du vor? Okay. Oh, ich krieg die Fragbomb echt jetzt. Naja. Oh. Nach über einem Jahr habe ich es wieder getan. Ich habe prestiged. Lange Zeit bin ich auf Prestige 69 geblieben und auch schon vorher habe ich lange Zeit überhaupt nicht mehr prestiged. Vorher bin ich bestimmt 1-2 Jahre auf Prestige 51 geblieben und ich habe auch nur so weit prestiged, weil ich den Prestige 50er Winfield Skin haben wollte, die 50 Loris. Ein Prestige habe ich dann noch gemacht, um den 10% XP Boost zu behalten, deshalb Prestige 51. Mit dem Devil's Moon Event hatte Crytek dann den Death Cheat Trade als Pack Trade hinzugefügt und da man den quasi nicht verloren hat, war es ein leichtes, ordentlich Level zu grinden. Spielt ihr nämlich mit einem Level 50er Hunter, werden alle Erfahrungspunkte direkt in eure Bloodline befördert. Wenn es also gut lief, hat ein einziger Tag gereicht, um ein gesamtes Prestige durchzuspielen. Wenn es schlecht lief, waren es vielleicht 3 Tage. Ähnlich ging es dann im darauffolgenden Event Tide of Shadows weiter. Da wurde Death Cheat zu einem Burn Trade, den sich jeder Spieler, egal zu welchem Pack der gehört, an den Supply Points kaufen konnte. Das alleine hätte eigentlich schon gereicht, um seinem Hunter immer wieder Death Cheat besorgen zu können, aber für circa die Hälfte des Events war Death Cheat buggt, so dass man es gar nicht erst verloren hat. Dementsprechend gab es also gar kein Risiko mehr, seinen Hunter zu verlieren und ich konnte mehrere Prestige Level mit jeweils nur einem einzigen Hunter durchspielen. Zum Ende des Events war ich dann auf Prestige 69. Nice. Und entschied mich, darauf nun erst einmal zu bleiben. Circa ein Jahr später befinden wir uns nun im Jahre 1896 und das Prestige-System wurde etwas angepasst. Bereits einige Zeit vorher wurde das Freischaltsystem so geändert, dass man nun jede Waffe in ihrer Basisvariante direkt von Level 1 zur Verfügung hat und Tools und Consumables, wie beispielsweise die Spritzen, nicht mehr freischaltet, indem man sich davon einfach nur genug in den Arm reindrückt oder man 20 Decoys werfen muss, um Alert Trip Mines zu schalten. Ja, das war damals wirklich so. Da die Basiswaffen nun also nicht mehr freigeschaltet werden müssen, haben Tools und Consumables diese Plätze eingenommen. Mit dem 1896 Update ist es nun auch nicht mehr nötig, die verschiedenen Munitionsarten für jede Waffe freizuschalten. Diese sind nun auch direkt von Beginn an verfügbar. Dementsprechend kann man nun also jede Basiswaffe mit jeder verfügbaren Munitionsart spielen und dazu schaltet man die verschiedenen Varianten der Waffen früher frei, da ja keine Munition mehr zwischen den Unlocks ist. Und aufgrund dieser Änderung habe ich mich ziemlich spontan während einer Session dazu entschieden, endlich mal wieder auf den lustigen großen Prestige-Knopf zu drücken. Mittlerweile bin ich fast Prestige 74 und auch wenn es mich hin wieder echt nervt, keine Medium-Slot-Shotguns zu haben oder ich erst ab Level 64 den Trade Dauntless freischalte, was auch der letzte Unlock überhaupt ist, ist es auch schön, sich mal wieder für Loot-Objekte wie Bloodline XP, Blueprints oder Gun Oil zu freuen. Ich meine, seit ihrer Änderung habe ich kein einziges Mal Blueprints oder Gun Oil aufgesammelt, weil ich ja nichts zum Freischalten hatte. Geld spielt zwar immer noch keine Rolle, aber zu Beginn eines Prestiges bin ich dennoch dazu gezwungen, mit den kleinen Spritzen und ohne Fragbombs zu spielen, da ich diese natürlich erst noch freischalten muss und genau das ist ziemlich erfrischend. Dazu hatte ich bereits vorher gerne mal Prestige Challenges gespielt, in denen ich mir die Aufgabe gestellt habe, ein gesamtes Prestige nur mit einer bestimmten Waffe, Waffenart oder Waffenfamilie zu spielen. Und genau das habe ich wieder getan. Das gesamte Prestige Level 70 habe ich die Winfield Frontier Silencer zusammen mit der Officer Brawler gespielt. Also, ich musste diese Variante natürlich erst freischalten, aber die hatte ich bereits nach einem bis vielleicht 3 Matches. Wieso jedoch genau dieses Loadout? Nun, aus mehreren Gründen. Erstens haben nun die Winnie und auch die Spark Silencer auch ein normales Ironsight erhalten, genau wie es die Vetterli und die Centennial Shorty bereits schon vorher hatten. Zweitens sind Headshots mit jeder Waffe auf jeder Distanz immer tödlich, was am neuen Bullet Drop liegt. Und dieser fängt bei der Winnie Silencer erst bei 105 Meter an. Drittens wurde dazu Levering für alle Waffen ebenfalls stark gebufft, sodass die Waffen schneller schießen und dabei sogar präziser sind als vorher. Ab dem Bogen. Oh mein Gott, Hilfe. Oh mein Gott! Wobei man natürlich dennoch darauf achten sollte, auch vernünftig zu zielen. Mies reingeschissen. Viertens geben die Special Infected Mobs dieses Event nun Eventpunkte, wozu auch Hives gehören. Und davon gibt es eine Menge auf Mammon's Gulch. Mit einer Silencer sind diese schnell und leise tot und das ohne, dass ich irgendwelche Wurfwaffen wieder aufsammeln muss. Ja, hast recht. Oder die haben den Butcher gekillt und sind einfach weitergelaufen und sind jetzt schnell Banishing gegangen. Oh. Kann ich mir actually vorstellen. Sag mal, what the fuck, was ist denn? Nun,
Es funktioniert aber besser, wenn man sein Ziel auch trifft. Und unabhängig des Events öffnet mir ein Silencer einen Two-Slot für Traps, eine Flare Gun, einen Penny Shot Derringer oder Decoy Fuses. Fünftens erlaubt mir die Officer Brawler das Knuckle-Knife wegzulassen, dafür nehme ich dann den Wurfspeer mit. Ich persönlich benutze nämlich immer noch hauptsächlich Wurfmesser, um mich um Tiere und nervige Hives auf Dächern leise kümmern zu können. Mit dem Speer geht das natürlich auch, aber bei den Wurfmessern ist es nicht so tragisch, sollte ich welche liegen lassen. Davon habe ich ja 6 Stück und ich fülle alle mit nur einem Loot auf. Wenn ich meinen Speer verliere, dann tut das ganz schön weh. Da aber meine Silencer bereits die Wurfmesser ersetzt und ich mich ganz ohne Mealtool nicht so wohl fühle, ist der Speer eben die perfekte Ergänzung. Mit ihm töte ich Armors leise und so fort. Meatheads sind kein Problem, er ist super stark gegen Bosse und natürlich erstklassig im PvP, besonders im Close Quarter Combat. Die Officer Brawler habe ich bereits vor dem Update sehr gerne gespielt, aber auch diese ist wie jede andere Waffe mit Nahkampfansatz ebenfalls gebufft worden, was sie noch besser macht als zuvor. Sechstens ist sowohl die Munitionsreserve als auch die Versorgung sehr angenehm. 40 Schuss zum Nachladen und da es Compact Ammo ist, kriegt man noch ordentlich was aus Munitionsboxen heraus. Siebtens macht das Loadout einfach extrem viel Spaß. Man ist unglaublich flexibel. Die größte Schwäche des Loadouts ist die Reichweite aufgrund der geringen Muzzle Velocity und dem hohen Damage Drop-Off von Compact Ammo. Aber selbst da habe ich den Vorteil des Silencers. Niemand hört meine Schüsse und auch ein Muzzle Flash ist nicht zu sehen. Besonders gut ist es aber auf mittlere Distanz außerhalb von Compounds, wo ich mich zwischen Büschen und Bäumen bewegen kann. Aber durch Levering, The Officer und den Speer bin ich auch in Compounds sehr gut aufgestellt. Dazu erlauben mir meine Waffen eine sehr freie Auswahl an Tools, was ihr auch im Gameplay feststellen werdet. Und apropos Gameplay, natürlich wollte ich nicht nur über das Loadout reden, sondern euch auch noch die besten und witzigsten Clips zeigen. Da ist doch alles dabei, von Solo bis zu Trio. Viel Spaß. Oh, Cyclone. Schießt der Dude? Ja. Übrigens glaube ich, dass aus dem Osten auch nochmal Leute kommen. Hier ist ein Schleichweg rein. Nice! No. Hehe. Aber nicht die Fall. War ist jemand gestorben? Ja, ja. Ja. Oh, ich hab niemanden gehört. Aber ist die an der Falle gestorben oder was war das? Ja, da gab es eine Explosion, sie ist gestorben, deswegen nehme ich mal an. Ich hab kein gehört. Ich weiß noch nicht, ob ich einen Hitmarker bekommen habe. Auf jeden Fall ist sie gestorben. No. Weiß nicht, ob der hier oben oder unten ist. Oh ja, ist oben. Nur Süden, Südwesten, alle drei leben wieder. Das Fenster hier, Junge. Fire Cyclone. Das sind zwei Teams, glaube ich. Aua. Oder? Nee, ist es nicht. Sorry. Der eine hier ist abseits. Wenn er sieht, er steht in meinem Fenster. Ich hoffe, dass er es auch machen will. Das ist eine Tür. Hab einen. Hehe. Rein. Doll, Alter. Ist ja übelst die Range. What genau. The fuck? Ne, natürlich beide aber schon angehittet. Ah, okay. Spieler Süden. Noch weit ziemlich weit weg, 195. Also zu der anderen Leiche würde ich nicht gehen, die ist gefährlich. Bist du mit rein? Da bist du draußen. Komm rein, ich wollte nur noch looten. Meine Explosion von meinem Frag auch nicht mehr gehört, what the fuck? Wie ist ins Wasser? Das Wasser da hinten. Deine geht genau zur Leiche, wo ich den einen gekillt habe.
aber ihr seid. Einer down. Sind beide da hinten bei der anderen Leiche. Kommen näher. Beide dahinter. Hinter dem Felsen, oder? Ja. Ja, direkt hier. Noch einer. Ja, er ist bei mir. Okay. Nicht mehr. Damn. Wo ist diese Haihüfte? Die ist direkt vor mir, ich sehe sie nicht. Hä? Nee. Ach, die haben doch schon beide. Okay. Ich glaube, das eine Team ist tot. Bei mir ist, glaube ich, einer drin. Außer es ist ein Grund. Wo ist das? Ein Armor drin? Oh, ein Beetle. Tschüss, Beetle. Ich weiß gerade nicht, ob ich hier jemals war. Fight hatte ich hier noch nicht. Oh, auch ein Silencer. Ich bin hier nur einmal durchgelaufen. Da habe ich dann nämlich bemerkt, dass hier. Ah, ne, das ist ein anderes Haus. Oder? Ich habe kein Silencer Fight. Das ist scheiße, ich glaube, der hat auch eine Winnie. Oh, Feuerbolzen. Ja, wasted hier durch, das ist okay. Hab noch einen, nur noch einer. Oh, das ist schon. Wir checken es gar nicht. Hä? Hab ich überhaupt gesehen? Was, ein Nitro? Oh, einer hat ein paar Balken weniger. Der Snake, der Reclean Dude hat. Ja, Feuer bekommen. Du, dieser Chip, du checkst nicht. Er checkt's nicht, was ist mit ihm? Boah, ich bin so kacke. Ja, einer down. Was, ich hörte was rein. Da ist ein Poison Cloud. Noch einer dran. Oh Gott, direkt vor mir. Direkt durch die Treppe. Der Rest, schnell, 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 zur Treppe direkt neben mir.
Sehr schön. Das war's dann. Hat die Uppercut Precision mehr Backup immer als die normale Uppercut? Ja, die Precision-Varianten haben alle mehr Munition, außer die Dolch. Ja, das ist fein. Die braucht auch nicht mehr Muni. Cool, dann sind die jetzt doch mehr wie Rifles. Das ist praktisch. Praktisch! Spieler. Essen. Okay. Ich kann das Bundle hier nicht aufheben. Warum kann ich das Bundle hier nicht aufheben? Ich wollte es werfen. Weiß nicht, ob ihr in die Richtung schauen könnt. Richtung Nordwesten, Westen. Könnt ihr umschleichen. Ich würde gleich vielleicht eine Nade werfen. Ich weiß nicht, ob er es sehen würde, wenn er rennt. Oh. Ich würde fast sagen, dass ein Boss kommt von. Weiß nicht, ob ich hier wegkomme, so einfach. Oho. Wow. Ja, das ist ein ganzes Team. Au. Ich dachte, die Position wäre besser, aber hier sind richtig beschissene Bäume im Weg. Schon wieder gegen einen Stein geschossen, obwohl ich nichts da nicht sehe. Die Texturen sind ziemlich off auf der Map. Du weißt gerade sehr, meine Frag schon geworfen zu haben. Ja, wo ist deine Muni? Das andere Bounty kommt, glaube ich, auch noch hoch. Oh, Mann. Vielleicht einfach schnell Bounty nehmen gehen. Nur nee, von Leon, ich denke nicht, dass sie ihn abfucken können. Oder zumindest nicht easy. Ja, aber dieser Sword ist gleich mitkommen, weil wenn ich Spawn nehmen werde, kann ich mir vorstellen, dass sie pushen. Okay. Oder ich breach auch Leon einfach noch schnell. Ja, sehr gut. Alle drei in Nordosten. Andere Bounty habe ich noch nicht gesehen, wo sind die? Ah, die gehen doch raus, okay. Ich komme hier gar nicht wieder hoch. Interessant. Ja, so wie ich die einschätze, werden die Leon auf jeden Fall gleich anzünden wollen. Falls sie die Chance kriegen. Leons Leiche. Ja, das ist der Dragon Breath. Der Dragon Breath dabei. Ich habe den Viking nicht gelöscht. Wir müssen den eh
Bringt eh nix. Nimm damit Bounty auf. Well done. Ja, ich bin tot. Oh ja. Hab ihn. Danke für den Tag. Safe. Anderes links von uns. Uhu! Was ein Wurf. Uhu! Okay, wir müssen den letzten pushen. Bist du voll? Norden. Nicht. Hit. Oh mein Gott, Alter. Ich hab so viele Biken, jetzt hab ich verloren. Ja, aber ich glaube, das war's wert. Du hast den Wurf gesehen, Leon, der war schön, ne? Ja, der war... So mit dem Speer richtig ja, im Sprint off-range, das war schon ein olympischer Wurf. Oh fuck. Das Leben alle wieder scheiße. I fucked that up.
Go. Oh man. Hallo. Hallo. Ich bin gerade im stressigen Fight. Okay. Ich bin nochmal kurz AFK. Mhm. Holy fuckeroni. GG guys, GG. What a fight. Ja gut, ich habe eingeschossen. Ach man. Ja gut, ich glaube nicht, dass ich da resen darf. Achso, du bist in der Solo-Mission. Ja, ja. Ich dachte, du hast ja auch einen Quickplay gestartet. Nee. Na, versuch's doch. So nur einen. Ja, noch, also jetzt muss ich warten. Ja, jetzt kann ich noch.